immer. Also ist ein Junge. Ja, und dann würde ich mich auch noch freuen, wenn ihr noch ein paar Daumen hoch gebt. Denn auch ab 0, wenn das passiert, wird das Gesicht gezeigt. Ich werde jetzt anfangen mit meinem Gast. Heute ist mir bei mir zu Gast einer meiner besten Freunde. Da ist übrigens Tilda. Hallo, ich bin Tilda. Ja, auch eine sehr süße. Und Mietzis beste Freundin. Also eine von Mietzis beste Freunde. Und hier ist die eigentliche Gast. Der eigentliche Gast. Robina Robbe. Hallo, ich bin Robina Robbe. Ich bin auch eine von Mietzis Freundin. Robbe. Ich bin 13 Jahre alt, liebe Wasser, Smoothies, kalte Getränke, schwimme gern und ich habe sogar einen, den ich sehr lieb habe, Delfini, mein bester Freund. Also, mein bester Freundin, mein bester Freund. Miezi hilft mir aus der Patsche. Mein Lieblingsessen sind Meereskorallen mit Soße. Ist einfach so lecker. Oder wollt ihr mir Schlüppchen? Ja. Ich handwerke auch sehr gut. Und in meiner Kleinen, in einem Fischhaus. Das sind ganz tolle Möbel. Die meisten habe ich selbst gebaut. Ich hoffe, dass ihr weiter so toll bleibt. Und bei Miezi seid, vielleicht blöppe ich ja irgendwann wieder auf. Ich habe das Wichtigste von mir gelernt. Und mein Lieblingsmottospruch ist, geht ins Leben. Was wartet rum? Tötet keine Robben und keine anderen Tiere. Und seid nicht dumm. Habt viel Spaß und seid grandios. Esst nicht so viel, wie ihr mich seht. Aber natürlich auch einen dicken Bauch ist auch meistens gut für den Winter. Mein Spruch endet somit. Hier gebe ich weiter an Miezi. Ja, also ich bin so toll, dass ich jetzt bald auch fertig bin. Und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß in der 6. Folge. Wir sehen uns bald wieder. Eure Miezi Buffel. Vergiss nicht zu abonnieren. Tschüss. Und ein Daumen hoch für Miezi.